Liebe deine Feinde, ich kann es nicht oft genug sagen, heißt nicht, dass du jeden Arschloch um den Hals fallen musst. Mhm. Liebe deine Feinde ist wie Liebe das, was dir unlogisch böse schlecht erscheint. Was machst du, wenn du durch einen Zoo gehst und wirklich ein Tierfreund bist? Wirfst du irgendeiner Kreatur vor, dass es so ist, wie sie ist? Jede Kreatur ist so, wie sie Gott erschaffen hat. Der Regenbogen kann nichts dafür, dass er nicht fliegen kann. Jeder muss das sein, was er ist in deinem Traum. Der Brösel Udo kann auch sich nicht raussuchen, dass er hier dich jetzt zulabert, bis dir Blut aus den Ohren rausläuft. Es geht nur um dich. Ja, ich habe die Arschlochkarte. Ja, das ist so. Schon immer, seit Ewigkeiten. Das ist, du bist zum Dienen da und nicht zum Großkatzigen, ja, dich bewundern lassen. Das ist immer wieder Dienen, ja, äußert sich auf sehr, sehr vielen Ordnungen. Was du magst, ist ja vollkommen gleichgültig. Ja. Mich interessiert nur, warum. Ja. Was ist die Motivation? Mache ich das, weil ich bewundert werden will? Ja. Weil ich frei werden will. Genau. Was meinst du, die Leute, die mir schon aufgetaucht sind, wo ich immer wieder sage, mach dir jetzt das bewusst, wieso kommst du zu mir? Wenn du dann ausschreiben willst, kannst du gleich wieder gehen, weil den verlierst du sowieso. Den hast du schon so oft verloren, diesen Arsch, den du zu sein geglaubt hast. Anfängt von dem kleinen Kinderbaby-Arsch über den gackigen Arsch eines Jugendlichen bis zu dem verrunzelten alten Weiber-Arsch. Das wird sich alles auflösen. Jetzt hör aber auf. Das will ich jetzt sagen. Hast du dich jetzt angesprochen für dich? Ich habe nicht von mir gesprochen. Nee, nicht. Das war ja nur ein Test. Der Test. Test. Das ist ja Test. Ich habe schon gehört. Der Test. Das lateinische Wort Test. Das ist auch der Test, Udo. Ja, ja. Test. Testis heißt zuerst einmal Zeuge. Ja. Ein Zeuge sein. Da kommt das Testament hin. Jemand, der etwas bezeugt. Ja. Kommt im Urlateinischen von tri trestis, das heißt als Dritter dabei stehend. So steht es im großen langen Scheitlatein. Das heißt, der Dritte ist er, grammatikalisch er, rotes, großes er, wo ich immer schreibe, der Erwachte, als Dritter dabei stehen, der zuschaut, wie zwei sich streiten. Das ist der Zeuge, der wertfreie, neutrale Zeuge, der aus einer höheren Position das beobachtet. Das ist Test, darum ist auch das Wort Testillen. Wenn ich immer sage, ich nenne es jetzt einmal Destillen, das ist Test. Die Test sind die Hoden. Ja. Ja. Das tickelt, nennt der Arzt das. Ja. Das sind die Hoden, das sind die Erzeuger. Der Erwachte erzeugt. Ein wacher Geist erzeugt bewusst seine Gedanken. Der weiß, was er denkt und warum er das denkt. Wenn du ein Automat bist, ein Selbst, der ein Dummkopf, ein Tor ist, weißt du das natürlich nicht. Und der Erwachte weiß, ich kann nur Gedanken erzeugen, wenn ich ein Programm habe, wenn ich ein gewisses Werte- und Interpretationssystem benutze. Bloß, du hast eine unendliche Vielzahl von Werte- und Interpretationssystemen zur Verfügung. Ein Genie, habe ich so oft definiert, ein Genie ist erst einmal ein Mensch, jetzt auf dieser Ebene, wie jeder andere Mensch auch, bloß ein Genie sieht all das, was jeder normale Mensch auch sieht aus seiner Perspektive, aber er ist auch in der Lage, dieselben Dinge anders zu sehen. Das heißt, wenn einer behauptet, der Henkel ist rechts, dann kann das ein Genie nachvollziehen. Er sieht dasselbe wie der, der behauptet, der Henkel ist rechts. Er kann aber dasselbe Ding auch so sehen, dass der Henkel links ist. Was der, der nur felsenfest davon überzeugt ist, rechts ist richtig. Die linke Seite niemals, die Kehrseite, weil er immer behaupten, es ist verkehrt. Weil er nur an seiner einseitigen Richtung festhält. Ja. Was ich von euch fordere, ist absolute geistige Flexibilität. Und das erfordert das absolute Einverstandensein mit Vater, dein Wille geschehe. Das ist immer wieder, wenn es Gott nicht gewählt hätte, wäre es jetzt nicht da. Gott macht keine Fehler. In Gott fehlt nichts, weil der vollkommen ist. Meinst du, du kannst vollkommen werden, wenn du irgendwas vernichten willst? Nochmal ein Basisstück, ein Gedanke, der in dir auftaucht, eine Welle, die in dir auftaucht, die musst du wieder in dich reinfallen lassen. Und wenn eine Welle in dir auftaucht und du willst die wegmachen, weghaben, vernichten, wirst du niemals das vollkommene Meer sein. Das ist die allumfassende Liebe, das ist die Symbolik von Liebe, deine Feinde. Aber weißt du, so, ich bin ja alleine und jetzt kommt mir oft der Gedanke, er denkt, warum musst du die Marion anrufen, warum musst du die Ronny anrufen? Was dir einfällt? Das ist so ein Schwachsinn. Was dir einfällt? Ja. Jetzt die Frage, ob du jetzt, wenn dir das einfällt, ob du es machst oder nicht. Ja, das ist die Frage. Du weißt jetzt die Sache, die Freiheit, wo ich so oft erklärt habe, die einzige Freiheit, die du hast, ist die Freiheit,
erkennen zu können, dass du eigentlich in der Matrix keine Freiheit hast. Und selbst diese Freiheit, diese Erkenntnis muss ich dir einfallen lassen. So viel zum Thema, dem Verhältnis zwischen mir und dir. Jetzt pass auf, nimm die Symbolik der Matrix. Welche Freiheit hat ein Wesen, das in einer Matrix, Matrix ist eine Gebärmutter? Jetzt macht die Antworten, gebt euch selbst, ich stelle nur Fragen. In eurer Logik denkt ihr euch, irgendein Muttertier, ein Säugetier, Matrix ist immer mit Säugetieren verbunden. Welche Freiheit hat ein Wesen, kann ein Wesen es in einer Matrix heraussuchen, in welchen Matrix es heranwächst? Kann sich dieses Wesen raussuchen, praktisch was es wird, wenn es geboren wird? Kann das Wesen sich raussuchen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Kann es sich seine Augenfarbe, seine Haarfarbe raussuchen? Das Wesen in der Matrix wächst und hat keinen Einfluss drauf. Es ist hier, mit der Nabelschnur, denk an den Film Matrix, angeschlossen. Und kriegt Daten eingespielt und wächst, weil es vollgeblasen wird mit Wissens- mit Datenelementen. Und irgendwann ist es so weit, dass es die Matrix verlässt. Und dann kommt es eigentlich in die richtige Welt, was ich dann, wenn man die Ohrenbarungen studiert, die Matrix, die Gebärmutter ist die Matrix 1. Ich bin nicht gekommen, um das nochmal klarzustellen, um dir Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe, ich bringe dir das Spott. Jetzt bleiben wir bei den kleinen Wesen in der Matrix. Das wächst also, du bist das Ei verwandelt sich in ein Embryo. Der sieht ja aus wie ein Wurm. Eine Raube, könnte ich sagen. Und dann noch in der Matrix verwandelt sich diese Raube in einen kleinen Minimenschen. So wie du dir jetzt menschlichen Körper vorstellst. Jetzt kommt das entscheidende Gebot. Was dir klar sein muss, aus der höheren Ebene gesehen, dass der Wechsel von der innerhalb der Matrix und außerhalb der Matrix an dem oberflächlich betrachteten Minimenschen, an den 9 Monate alten Entwicklungsstufe im 9. Monat, nichts verändert. Ich sage, dieser kleine Minimensch innerhalb der Matrix, 1 Minute vor der Geburt, wir denken uns der Sturzgeburt, 1 Minute nach der Geburt, ändert an dem Körper des Menschen nichts. Das heißt, ob der in der Matrix oder außerhalb der Matrix ist, ist komplett, erzeugt keine Veränderung. Und jetzt nochmal, ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen, ich bringe euch das Schwert. Alles, was ihr von mir bisher über Holofeeling gehört habt, was ihr selber denken durftet, während des Durchdenkens dieser Schriften, das ist das Schwert. Ich drücke euch die Möglichkeit in der Hand, euch von euren alten Glauben und euren Wissen abzuschneiden. Ich zwinge euch nicht dazu. Das ist die erste freie Entscheidung, die du hast. Vertraust du weiterhin deiner Logik oder vertraust du mir? Und das sage ich dir gleich, ich kann dir nur die Tür aufmachen, eine andere Metapher, ob du hindurchgehst, dass du selber entscheiden. Und das hat nichts mit intellektuellem Wissen zu tun, sondern nur mit Einverstandensein geschehen lassen. Was ist diese Abraham-Geschichte? Wenn ich auftauche und zu den Abraham sage, schlachte deinen Sohn. Opfere deinen Sohn, das ist ja nichts anderes. Und jetzt kommt es, wenn ihr jetzt raumzeitlich gebrochen wüsstet, wie viele Typen in mir schon aufgetaucht sind, die alle, oh Meister Udo, mir folgen hier und alles super klasse. Solange das Leben ihnen nicht eine Prüfung oder einen Test vorsetzt. Ich sage immer, das sind 2 Sachen. Ich prüfe dann Leuten, ich habe in einem Männer schon mal gesagt, das sind so viel hier und jetzt ausgedacht, in dem Udo schon aufgetaucht, wo ich manchmal gesagt habe, nimm deine Zunge aus meinem Arsch, sonst kriegst du Mundgeruch. So sind die im Udo im Arsch. Warum? Weil sie gemeint haben, die kriegen eine Belohnung, was du für den Udo machst, ist ein Gedanke, das wird überhaupt nichts nützen. Da kommt immer wieder mit dem Geist, du bist die Hauptperson. Und das ist ganz entscheidend, dass die meinen, ich mache ja auch, ich habe ja begriffen, ich mache alles, was du willst, ich tue das. Das funktioniert so lange, bis ich die dann wirklich prüfe. Und Prüfungen können zum einen eine Versuchung sein oder ein Test. Zum Beispiel unser anderer Michael, den habe ich versucht. Weil ganz finanziell ganz unten ist und jetzt kommt die Versuchung, dass ich ihm die Möglichkeit biete, dass er wieder an das große Geld kommt. Er lockt das Geld. Und dann wirst du feststellen, wenn seine Logik sich ausrechnet und das Kind hinhaut, geht dem Holofeeling wieder vollkommen am Arsch vorbei. Das war ganz toll, während er ganz unten war, als Tröstungsmittel, als Schmerztablette, bis die Welt wieder lockt und da komme ich jetzt wieder an Geld und dann geht der Holofeeling wieder am Arsch vorbei. Könnte ich dir Hunderte bringen, die hier über Jahre den Udo angebetet haben, bis dann hier ihre Misere sich eine Chance geboten hat und dann sind sie in das alte System zurückgekehrt. Das ist die Versuchung. Oder der Test, dass du wirklich beweisen musst, ob du Vertrauen hast. Das ist wieder eine andere Sache. Die dann auch wieder reumütig in ihr altes Denksystem zurückgeht. Das sind immer diese 2 Seiten, wobei ich jetzt für einen normalen Charakter stellen sich die Fragen erst gar nicht, wenn du innerlich gefestigt bist. Es ist nur die, die ihren Mund zu voll nehmen. Das ist der Satz, wo ich sage, du Geist musst dir eins klar machen als Person, die du jetzt bist.
Du kannst die anderen belügen, bis du begriffen hast, wie doll du und wie weit du bist. Wenn ihr wisstet, wie oft bei mir das Telefon schon geklingelt hat, ich rede jetzt wieder als Udo, du musst nicht bei null anfangen. Das weiß ich alles schon. Also dann ist es ja gut. Oder ich möchte wirklich wissen, wie weit du bist. Ich sage, das sind solche Fragen, die stellen sich gar nicht weit oder weniger weit. Das ist ein klares Zeichen, dass du nichts verstanden hast. Das habe ich gerade nicht verstanden. Was ich wie, weit, wie weit in der geistigen Entwicklung? Ich sag mal, das von, wem, was, ich habe das, oder? Nein, Anruf. Manchmal sind nicht Anrufe, wo solche Fragen gestellt werden. Und es bleibt was Ausgedachtes, kann es eh nicht verstehen. Und es ist immer wieder, wenn du auf der Ebene bist, dass ich bin der, der ausgedacht hat, ich bin der Anrufer und der, der angerufen hat. Und die Fragen von weit und weniger weit, und das sind dann immer Bilder, du das, was die Prediger predigen, ich kann euch nur einen sagen, als der, der ich bin. Egal, wo ihr mich hinbringt, egal, ob das jetzt Physiker sind, ob das Esoteriker sind, egal, ob das Buddhisten sind, ob das Katholiken sind, wir setzen ihn in einen Vortrag rein und egal, wo der den Mund aufmacht, sage ich dir genau die Bücher, wo er das nachplappert oder welche Lehre ihm das erzählt hat und er plappert noch. Es ist bei der Masse dieser ganzen Leute nahezu nichts, was von ihnen selber wäre. Und das äußert sich eben dann in den Lehrgängen, wo ich sage, die angeboten waren. Das ist dann für dich, wenn du das merkst, dich das jetzt wieder gesagt, unsere Gedanken können nichts dafür, diese Erbärmlichkeit, permanent zu predigen, alles ist eins, alles ist keins, ich sage, wieso machst du dann das, was du machst, nicht umsonst? Und ich kann euch nur eins sagen, jetzt rein als ausgedachte Person, die nur eine vergängliche Person ist, der Udo, den ihr euch ausdenkt, der lebt euch bis in die letzte Konsequenz diese Ehrlichkeit vor. Ich habe hier nicht einen Hauch, einen Gedanken, was bringt mir das, ja, wenn ich dir das erzähle? Aus Geist sieht es ganz anders aus. Ich habe nie, wo ich dann viele kann, du hast ja leicht reden, du kannst, hast ja die Reichen, die würden dir alles machen, wenn du wolltest. Ich sage, schau, das ist der Unterschied, weil das für mich nie ein Thema war. Nicht eine Sekunde ein Thema war. Ich habe viele, die den Udo mittlerweile verehren, die auch jetzt finanziell, was ist Geld? Leute, ihr müsst begreifen, das große Problem in eurer Traumwelt ist dieser massive Glaube, dass euch Geld am Leben erhält. Der erste Sprung in die Freiheit, das Einzige, was dich am Leben hält, ist das, was dich jeden Morgen als der, der du zu sein glaubst, der dich wach werden lässt in einer gewissen Persona, der erhält dich am Leben. Und wenn ihr die Vorträge hört, ich kann es immer wieder wiederholen. In dem Moment, wo du Geist, hier und jetzt gedacht, dieses Gefühl hast, wach. In dem Moment weißt du noch nicht einmal, ob das hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Das ist ein Faktum. Das erlebst du jeden hier und jetzt ausgedachten Morgen. Wohlgemerkt, das passiert auch hier und jetzt. Wann du das Gefühl hast, ich bin wach oder ich muss auf dem Klo, ist das Erste, ich mache die Augen auf und orientiere mich in meiner Realität, jetzt habe ich mich fokussiert, wie viel Uhr ist eigentlich. Und alles, was jetzt passiert, suchst du dir nicht raus. Du suchst dir nicht raus, wenn du dann Hunger kriegst. Das bestimmst du nicht, das taucht in dir auf. Du suchst dir ja nicht raus, ob du essen gehst oder ob du zu Hause bleibst. Das musst du dir mal einfangen, ich könnte zum Essen gehen. Und ich habe das so oft in den ersten Vorträgen schon gesagt, wenn du in einem Lokal bist und eine Speisekarte in der Hand hast, dir ist klar, dass jeder Materialist, den du dir ausdenkst, felsenfest davon überzeugt ist, dass er bestimmt, was er sich in dem Lokal bestellt. Zuerst einmal hat er bestimmt ja gar nichts, aber das bestellen, was du glaubst, dass er bestellt, du bestimmst es als drüber System und wir gehen einmal auf diese Ebene, was passiert, wenn du eine Speisekarte liest. Auch schon zigfach gehört, du Geist hast es schon mehrere Male gehört. Du kriegst das da Ding in die Hand, du klappst es auf und es sind Worte. Ja. Es sind nur Buchstaben, es sind nur Worte, das sind die Schöpferkräfte und du schaust die Worte an und jedes Wort, das du anschaust, wird in dir, ob du willst oder nicht, eine ganz bestimmte Vorstellung auslösen. Ein Bild, Schnitzel, Spaghetti, bla 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 bla. Lecker. Was da hochkommt, hängt von dann kann Datei lesen oder kann Datei nicht lesen. Wir sind ja von einer reinen Programmebene, aber jetzt ist ganz interessant. Du glaubst jetzt, du bestimmst, was du bestellst, was dir, wenn du wirklich dich beobachtest, was du feststellst, mit jedem Bild, das in dir auftaucht, wenn du Worte anschaust, kommt ein Gefühl. Steht im ersten Band, ich bin du schon von Zuneigung oder Ablehnung. Wenn du bei deinem Lieblingsitaliener bist, ja, was du feststellst, du kriegst jedes Mal dieselbe Speiskarte, aber du hast nicht jedes Mal dieselben Zuneigungs- und Ablehnungsgefühle. Weil manchmal ist danach ein Salat, manchmal ist danach Spaghetti oder sonst was. Und da musst du dich jeden Moment überraschen lassen. Einer meiner meistgeprägtesten Sätze ist, wer kennt von euch normalen Menschen nicht das Gefühl, dass man manchmal einen Heißhunger hat auf ein Stück Süßes, ja, aber auch das Gefühl, dass dir jemand ein Stück Schokolade anbietet, ja, und dich schüttelt gleich, wenn du bloß daran denkst, was Süßes im Mund nehmen, ja, zu müssen. Kannst du dir das raussuchen, was jetzt passiert in dir, oder kannst du es nur beobachten?
Und wenn du abends im Bett liegst, das habe ich so oft gesagt, jeden Abend, wenn du im Bett liegst, du sagst, ich will gern schlafen. Wer kennt das nicht, wenn man hundsmüde ist? Mensch, bin ich müde, nur noch ins Bett, ich möchte gern schlafen. Und dann liegst du da. Und jetzt, wenn du freien Willen hättest, dann könntest du dich ausschalten, so wie du als Mensch einen Lichtschalter ausschaltest, Lampe weg, aus. Okay, du willst doch schlafen, warum magst du das nicht? Ich weiß dir sagen, weil dich irgendeine Arschkuh mit Problemen zulabert, was du morgen alles tun musst und was passieren könnte. Und es labert und es labert und es labert, wenn du doch schlafen willst, warum labern? Wer labert dich da eigentlich zu? Ist das nicht deine eigene Stimme? Ist dich nicht die Stimme, die du anhörst? Jetzt ist die Frage, bist du der, der schwätzt oder der, der zuhört? Bist du die Vorstellungen, die diese Worte, die geschwätzt werden in dir, oder bist du das Bewusstsein, dass das Ganze gleichzeitig ist? Und ich sag dir jetzt, du Geist, was dir den ganzen Scheiß, den ich dir mit deiner Stimme denken lasse, ich, was du dir so lange anhören, wie ich will. Und wenn ich sage, jetzt ist es genug, jetzt lasse ich sie einschlafen, zack, dann bist du weg. Dann ist dein Geisteslicht, dann geht, habe ich den Schalter umgelegt. Und jetzt ist die Frage, wo geht das Licht eigentlich hin, wenn ich das ausschalte? Wenn du mir sagst, wo das hingeht, sage ich dir, wo es morgen früh wieder herkommt, wenn ich dich wieder einschalte. Einer meiner leichtesten Übungen, ob du das glaubst oder nicht. Nochmal bitte. Und die eine, wenn du mir sagst, wo dein Geisteslicht hingeht, wenn ich dich einschalte, dann sage ich dir, wo das wieder herkommt, wenn ich dich wieder einschalte. Okay. Genau. Und du wirst jetzt immer mehr erkennen, dass das vorher und nachher eine Illusion ist. Du kannst dir jetzt permanent einreden, Mensch, heute Nacht habe ich 10 Stunden geschlafen wie ein Stein. Wenn du das denkst, du Geist, bist du bei Bewusstsein. Das, was du dir jetzt einredest, dass du heute Nacht in der Vergangenheit 10 Stunden geschlafen hast, ohne zu träumen, ist etwas, was du jetzt denkst. Wenn du denkst, bist du bei Bewusstsein, und den Zustand, dass du schläfst, ohne zu träumen, dann wärst du kein Bewusstsein, dann ist auch kein Raum und keine Zeit, den hast du noch nie erfahren. Es ist zwar so unheimlich logisch, dass ein Mensch 10 Stunden schläft, ohne zu träumen, aber der Mensch, der schläft, 10 Stunden lang schläft, ohne zu träumen, der existiert ja nur dann, wenn du Geist ihn denkst. Und du Geist bist immer bei Bewusstsein, weil du dich nicht ausschalten kannst. Du hast auch keinen Anfang, wenn du dir jetzt einredest, ich denke mir hier und jetzt, ich wurde vor so und so vielen Jahren von meiner Mutter geboren, dass ich jetzt denke, ich, Bewusstsein als Ding an sich, bevor ich geboren wurde, war ich nicht. Nee, meine Mutter und die Geburt ist nicht, wenn ich nicht dran denke, aber versuch dich mal wegzumachen. Versuch dich wirklich auszuschalten. Versuch dein Denken auszuschalten. Du wirst feststellen, es geht nicht, weil ich habe dich einmal entzündet und du bist für die Ewigkeit erschaffen. Ja, aber das macht Angst. Auch? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was löst das Wort Angst in dir aus? Also jetzt hast du mal A in G. Ist auf der ersten Ebene gelesen, kann ich das A setzen als 1 oder 70, dann hast du es die Schöpfung eines existierenden Geistes. Ja. A in G kann ich lesen, die Schöpfung eines existierenden Geistes. Ich kann auch den A eine 70 machen. Dann wird die 70, das sei Ihnen entweder ein Augenblick oder eine Quelle. Oder eine Quelle. Dann heißt es die Quelle eines existierenden Geistes oder der Augen, die Augenblicke, Augenblick, da musst du flexibel werden. Das ist eben Symbole, sind sehr weitgreifend. 70, 50, 3. Mhm. Diese Radix auf Hebräisch heißt Lebenslust, Lebenswonne, Freude. Lebensgefühl, Freude. So. Das heißt wiederum, alles, was die materialistische Logik dir suggeriert, musst du genau um 180 Grad drehen. Das heißt nochmal, wenn das Telefon klingelt bei dir, hörst du nicht das Klingeln, weil da vorher ein Telefon ist, sondern weil das vorher das Klingeln ist. Aufgrund des Klingels denkst du dir das Telefon aus. Und du bist nicht da, weil vorher deine Eltern dich erschaffen haben, sondern deine Eltern und deine Geburt ist da, weil du dir die ausdenkst. Ein bewusster Geist steht vor allem, was er sich ausdenkt, und er steht auch vor der Vergangenheit und er steht vor der Zukunft. Weil Fakt ist, alles, was du Zukunft nennst, sind Gedanken, die jetzt von dir gedacht werden. Und alles, was du Vergangenheit nennst, sind auch Gedanken, die du jetzt denkst. Und wenn du die nicht denkst, sind die nicht. Sie sind ein nicht gedachter Gedanke. Sie sind eine Seinsmöglichkeit. Und jetzt, kleinen Moment, noch eins mit der Gnade, die ich jetzt nochmal wiederhole. Ich symbolisiere dich, Geist. Ich habe gerade als Computer mit Programm jetzt diese Gnade, wie ich immer sage. Du denkst dir, du bist 200 Gramm rote Gnade, Kindergarten-Gnade, Gnetgummi. Jetzt jedes Wort immer wieder. Ken-Ede, auf hebräisiert geschrieben, heißt es, die Basis ist das Jetzt. 200 steht für deine Rationalität. GR ist ein Reisender. Und so weiter und so weiter. Rot steht für Adam. Jetzt ist es so, wenn ich Gnade in die Hand nehme, ich habe euch das schon mal gemacht und ich spiele mit der Gnade. Und ich wiederhole das nochmal. Mach dir bewusst, du schaust einfach zu. Ich habe den Geist, diese 200 Gramm rote Gnade verändern sich nicht. Die symbolisieren den Geist, der du bist. Du bist eigentlich nichts, aber da man sich nicht mehr vorstellen kann, dann machen wir eben als diesen Klumpen Gnade draus. Und
dieser Geist schaut seine eigene Form, seine Information an. Das heißt, wenn ich jetzt die Gnede form mich zu einer Tasse. Ich frage dich, was ist das? Normal sagst du eine Tasse, ich sage plötzlich Gnede. Die ist jetzt klar, dass das, was du siehst, nicht das ist, was du bist, sondern du bist nichts, symbolisiert durch die Gnede, und du schaust immer deine eigene Form an, deine Oberfläche. Es gibt keine Form ohne Gnede, und die Gnede ohne Form ist nichts. Also gut, pass auf, jetzt hör, schau mal zu. Ich mache eine Tasse draus, ich frage dich, was ist das, was siehst du, sagst du eine Tasse. Jetzt ziehe ich den Rand runter, ich mache einen Teller draus, du schaust einfach zu. Jetzt roll ich den Teller zusammen, dass das so eine Schlange wird. Ich mache aus der Schlange ein Brezel und du schaust einfach zu. Und wenn du zuschaust, ganz bewusst zuschaust, wie die Gnede sich ständig umformt, hast du eine Sekunde lang das Gefühl zu fragen, wenn ich die Gnede, wenn ich aus der Tasse einen Teller mache, aus dem Teller eine Schlange mache, aus der Schlange ein Brezel mache, hast du eine Sekunde das Gefühl zu fragen, woher war das vorher? Wo war die Tasse vorher? Wo war die Brezel vorher? Du siehst doch, dass die vorher nicht existiert. Ja. Die ist dann da in dem Moment, wo die Gnede die Form angibt. Was ist das, wenn du deine Informationen anschaust? Ist das nicht ein ständiges Umformen deines Geistes? Aber ist nicht da irgendein Schwätzchen, der permanent aufrisst, wo das herkommt, wo das vorher war? Ihr Menschen, die ihr außenlebt, ihr seht Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Und wie habe ich diese Sprache jetzt angefangen? Ich habe gesagt, was zerbrecht euch im Kopf, was richtig und verkehrt ist? Warum machst du dir nicht einfach bewusst, was wirklich ist? Dann stellt sich die Frage von richtig und verkehrt und gut und böse nicht mehr. Punkt. Wenn wir uns jetzt immer nur, es ist nur Body, es ist hier und jetzt. Ihr denkt euch Messen, Konsumer, Verbrauchermessen, irgendwelche Messengelände, was es immer gibt, ja Fachmessen. Kennt ihr diese und jene, aber jetzt, worauf ich hinaus will? Wir denken uns jetzt irgendeinen normalen Messetag, der voll besucht ist. Und jetzt machen wir wie bei Raumschiff Enterprise in einer Messehalle dieser Messen. Stanzen wir mit wie rausbeamen nur 200, 300 Mann aus einer Messe heraus und machen in einer großen Wiese oder vom großen Feld, stellen wir diese 200, 300 Mann aus einer Messe, beamen wir dahin. Und das mache ich mit verschiedenen Messen. Und ich garantiere dir, wenn du einen Hauch von Menschenkenntnis, Physiognomie-Erkenntnis hast, du kannst mir absolut blind sagen, aus welcher Messe ich die rausgestanzt habe. Das ist ein arithmetisches Mittel. Das ist gleich wie innen so außen. Es sucht sich keiner raus. Ich komme gleich, ich mache es gleich näher. Du kannst es so sicher, treffsicher sagen, wie wenn ich jetzt dir die Augen verbinde und ich stelle dir ein Glas Wasser, ein Glas Cola, Weizen und ein Obst gleich hin. Und du musst blind testen und mir sagen, was das ist. Ich sage dir jetzt erst einmal die Messen. Die erste Messe, wo man nimmer, ist Esoterikmesse. Schon mal gehört, Esoterikmesse, statt mal einfach blind aus einer Messehalle 300 Mann raus, ich garantiere dir, du sagst sofort, das sind Esoteriker, schon vom Anziehen, von der Physiognomie, von der Kleidung, ohne Wenn und Aber. Sexmesse, Venus 2012, die typischen Onanie-Gesichter, wo du siehst, das ist, jetzt wird es noch interessanter, Computermesse. Du glaubst, meine Frau sagt wieder typische Computerfresse, wenn du, pass auf, bei einem, wenn du raus willst, funktioniert es nicht. Wenn ich nur eine nehme, ist es Zufall, aber das Arithmetik, glaub mir, nur ein Häufchen blind von 200 Mann hast du schon ein arithmetisches Mittel, wo du klar den Kern erkennst. Mhm. Ich gehe noch früher bei mir in der Branche als Udo Musikermesse. Alle Jahre im Frühjahr ist die Musikermesse in Frankfurt. Das ist internationale Musikermesse, die größte der Welt. Wird übrigens die Hallen nochmal eingeteilt. Da gibt es zum Beispiel eine Halle, da sind bloß Symphonie, Geigen, Violinen, Bratschen, klassische Noten. Dann gibt es natürlich eine Halle, typisches PA-Equipment nennen wir das. Das sind diese Großbeschallungsanlagen, Elektrogitarren, Rockmischpulte. Auch hier garantiere ich dir, wenn ich auch da aus diesen Hallen, die trenne ich nochmal, ich stanze raus aus PA-Musik, Equipment und aus Klassik. Du kannst die sofort erkennen, die typischen, geh in einen Konzertsaal, in eine Oper rein. Schau den Fernseher, wenn irgendwas ist. Und du zappst vielleicht einmal zufällig bei Bayern Alpha, kommt manchmal Jazzfest Burghausen, die Kamera schwenkt, die in Jazzkonzerte gehen. Es ist ein typisches intellektuelles Klientel. Dann mach, wenn irgendein Kirchentag ist und die Kamera schwenkt ins Publikum, dann siehst du je nachdem entweder diese typischen Hanni und Nannis, die jungen Christen drin sitzen. Das sind das arithmetische Mittel, ziehen alle gleich aus. Das ist zum Beispiel hier beim Redo Santa Diana jetzt, wenn eine diese Hintergrundwissen kennen die meisten nicht. Das ist, die war ja sehr engagiert. Al 1 TV hier mit dem
bei A1TV in Österreich, in Wien, gibt es eine Internetseite mit Internet-TV, das A1TV, wo da Berichte mit sind, wo du da in Ansätzen schon merkst, war die sehr engagiert und da sind einige, die einen Trailer haben, die haben in Wien, wo das losgegangen ist, oh, da kommst du nicht nach Wien und so viel wollen hier und bla bla bla, wo die einen Trailer haben, so große Symposien. Und dann sind Ausschnitte, wo auch die Diana Vorträge gehalten hat, professionell mit Videobeamer und so weiter und so fort. Und da geht dann die Einspieler, wenn ich euch zeige. Haben wir hier Internetanschluss? Kann man da mit rein mit einer Nummer? Wir haben einen Stick dabei. Dass wir hier eventuell mit den Adressen, dass wir da reinfahren. Was hier das Eigenartige ist, dass du da auch bei ihr, sie lächelt mittlerweile drüber. Sie sagt, Uta, das letzte halbe Jahr sind 95% an meiner Freunde weggefahren. Das war alles so toll, solange du das alte Glaubenssystem nicht angreifst und mit Holofeeling mittlerweile bin ich gehirngewaschen, das ist eine Sekte, ich bin immer normal. Das wollen die nicht wissen, also habe ich dir gleich von vornherein gesagt, das interessiert mich bloß der Geist, der zuhört. Das sind die ganzen Weltverbesserungen, das sind die typisch in Wien, in Österreich, auch bei uns gibt es diese neuen Intellektuellen, das sind, wie ich sage, die Bios, nur noch Biofressen, wo ich sage, wieso, pass auf, wenn du Geist bist. Du Geist bist immer. Es gibt keine Welle, keine Gedankenwelle, die du Geist aufwerfen könntest, die dir, sag mir mal, welche Welle kann denn mehr, welcher Strom kann denn mehr als Ding an sich was anhaben? Pass auf, wenn dein Geist jetzt die Form von Pfefferminztee und Gänseblümchen annimmt, macht dich das nicht heiler, und wenn du an Blausäure und an Radioaktivität denkst, wirst du deswegen nicht krank. Es sind einfach nur Formen deines Geistes, die verändern an dir selber als Ding an sich überhaupt nichts. Und auch dieses Bio-Geschwätz ist ganz interessant, es sind schon wieder ein Postulieren von Feindbildern. Es ist eine Form, ich bin ein geistiger Allesfresser. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Das ist die Angstfreiheit, da brauchst du Bewusstsein dazu. Und auf jeden Fall hier auch, da sind dann nur Trailer, Einspielungen von Vorträgen. Das sind alle, du das, was die Prediger predigen, aber das Erste, was du erkennst, dass das in einem krassen Widerspruch, was die erkannt haben, steht im tiefsten Innern immer wieder, es ist nur raumzeitlich. Da sind viele, die reden nur vom Hier und Jetzt und sagen dann aber vor 5000 Jahren und bla bla bla, dass du merkst, die schwätzen nur. Zum 100. Mal mein Physikprofessor, schon die alten Griechen haben erkannt, dass das Einzige, was sich ständig bewegt, die Sterne sind. Und es wird jetzt, dieses Wissen ist ein Programm, ein Glaube, der wird in deinem Kopf verwirklicht. Aber kannst du es überprüfen? Jetzt einmal die Frage, immer wieder, gehen wir mal jetzt modern Atomkraft. Was du merkst, das Atom, das ist das Unteilbare. Wir gehen in die Atomkraft. Man weiß ja, es ist ja bewiesen, wenn ein Atomkern zerfällt, also wohlgemerkt etwas Unteilbares, zerfällt, ist ein Widerspruch in sich selber, dass dann radioaktive Strahlung freigesetzt wird und wenn irgendein Lebewesen diese Strahlung abkriegt, dann kriegt es Krebs. Was noch interessant ist, man weiß, dass die je nach Strahlungsart zwischen 500.000 und 1 Million Jahre lang strahlt. Jetzt frage ich dich, der das erzählt, hat er das überprüft oder plappert der bloß noch? Woher weißt du das eigentlich, dass es so ist? Er hat es sicher aber... Merkst du? Woher weißt du das? Was ja noch idiotischer ist, wie einer, der das behauptet, ist einer, der von einem Schwätzer was nachplappert. Und wichtig ist, wenn du das einmal als richtig glaubst, als Geist, als schöpferischer Geist, dann verwirklichst du das, was du glaubst, in deinem Kopf. Ob du dir jetzt ein geozentrisches Weltbild, ein heliozentrisches Weltbild ausdenkst, oder ich denke mir jetzt, das Zentrum des Universums ist der Mond und um den Mond dreht sich die Sonne und um die Sonne kreiselt hier die Venus. Ich kann das alles simulieren, wenn ich die Logik aufbaue, wenn ich so programmiere. Im Requiem, in dem Selbstgespräch heißt, ich kann jeden Gedanken, von egal was einer denkt, kann ich nachdenken und dieselben Vorstellungen in mir auflaufen. Ich bin so tolerant, dass ich jeden Gedanken, wenn einer sagt, Mensch, schaue ich auch einmal, denke ich auch. Das Einzige, was ich nicht mache, dass ich irgendeiner dieser unterschiedlichen Gedankengänge raussitiere und mir einrede, dass der da außen unabhängig von mir existiert. Das ist eine dogmatische Bestimmung. Und man kann ja beweisen, und es ist immer wieder im Ich-Bin-Du, im ersten Selbstgespräch, ist es schon definitiv. Das kleine Ich sagt, ich glaube das ja, weil das so ist, weil ich sehe ja, dass es so ist. Ich muss nicht, Andreas, ich muss nicht einen Hühner einen großen Stein, jetzt wenn ich den Stein hier nehme, da haben wir ja noch auf dem Tisch stehen, wenn ich den jetzt nicht mal mit vollem Wucht gegen die Fensterscheibe schmeiße, dann macht das Klirr und ich gehe den Fetzen. Außer das wäre jetzt Panzerglas und ich weiß es nicht, aber das merken wir, wenn wir das hinschmeißen. Ich muss das jetzt nicht probieren, das ist so. Wenn du gern willst, wenn die Scheibe zahlt, beweise ich es dir. Das ist immer so eine Sache. Das heißt, ich glaube das, weil das so ist. Ich glaube das, weil es mir logisch erscheint. Das ist, es ist so.
das große Ich, das diesen kleinen Deppen beobachtet, das sagt, du wirst irgendwann einmal begreifen, du darfst nicht sagen, ich glaube das, weil das so ist, sondern du wirst das sehen, was du glaubst. Es ist umgekehrt. Dein Glaube ist vorher. So wie du Geist vor allem bist. Das heißt, wenn du jetzt, ich mache jetzt außen nichts sein, wenn ich jetzt auch Einstein, ist es nur einfach. Das ist wie am Computer, wir schauen in eine Datei rein, was ist im Einstein drin, und es wird mit dem Wort Einstein Wissen in dir freigeschalten, das du anschaust, und zwar das Wissen, das unter der Datei Einstein abgelegt ist. Der Einstein, der existiert nur, wenn du ihn denkst, wenn du die Datei öffnest, und der Einstein wird genau das getan haben, entdeckt haben oder gemacht haben, was du denkst, die Maßsetzung deines anerzogenen Wissens, was da ist. Weil es kann auf dem Computerbildschirm die Bilder immer nur dann auftauchen, die die Programmierung vorschreibt. Und dein Schwamminhalt jetzt wieder, das suchtest du dir nicht raus. Kann ich meine tiefen Glaubenssätze verändern? Also pass auf, selbstverständlich, das sind jetzt zwei, jetzt muss ich auf den Schwammbeispiel zurückgehen. Das erste Mal, du hast das erste Mal, ich bleibe jetzt in diesem fehlerhaften Schwammbeispiel, wo ich sage, wenn da ein Baby geboren wird, ist es das erste Mal ein Schwamm, ist ein frisch abgenabeltes Baby eigentlich schon ein Mensch? Und ich sage euch, nein, ein frisch abgenabeltes Baby ist kein Mensch, das ist ein Gott. Jetzt schaust du, wieso ist es ein Gott? Ich erkläre das mit einem Parallelbeispiel. Ist eine Kastanie eigentlich schon ein Kastanienbaum? Pass auf, eine Kastanie ist eins. Und wenn die sich entfaltet, wenn der sich verzweigt und wächst, viele Sichtweisen und Perspektiven, ist irgendwann einmal ein großer Baum da, aber diese vielen Sichtweisen und Perspektiven, die Kastanie selber ist nur eins. Jetzt schau dir mal ein Baby an, wenn es abgenommen wird. Da ist noch nichts, es ist eins. Bis dann irgendwas auftaucht, jetzt in deiner Logik und sagt, Papa, Mama, Stuhl, Tisch. Ja, das heißt, und vor allem erklärt man dir, was du alles nicht bist. Und das ist, wenn ich sage, ein Tisch, ein Tisch, ein Stuhl. Hast eigentlich ein nicht existierender Tisch, ein nicht existierender Stuhl, wenn man das umsetzt. Du bist das und alles andere bist du nicht. Ich mache jetzt, versteh die Metapher groß. Und jetzt ist es der Schwamm, hast du jetzt zwei Sachen, da ist der Schwamm und das nenne ich symbolisch immer wieder, ich will jetzt nicht anfangen mit Astral und Mental eben in der Esoterik, der Schwamm suchst du dir nicht raus. Jetzt unser fehlerhaftes Schwammbeispiel, du saugst dich jetzt voll und als Erwachsener bist du ein gefilterter Schwamm, so erkläre ich dir Schwammbeispiel, das ist dein Wissenglauben. Wenn ich dich als Baby verschleppe nach Indien, dann wirst du einen anderen Glauben haben, du wirst kein Rindfleisch essen, wenn du mit Liebe erzogen worden bist, aber wenn du in den Spiegel schaust, jetzt, wenn du die Logik nachdenkst, wohlgemerkt, ich sage nicht, dass es die einzige Logik ist, innerhalb deiner materialistischen Logik wirst du akzeptieren müssen, dass dein ganzes Wertesystem, dein Geschmack, deine Moral komplett anders sein kann, dies bestimmt der Schwamminhalt. Was sich aber nicht verändert, wenn du in den Spiegel schaust, wirst du das Gesicht sehen, was die Struktur hergibt. Wenn ich dasselbe Baby nehme und ich verschleppe es nach Persien, ist wieder eine ganz andere Moral- und Wertesystem, aber immer noch dasselbe Gesicht. Das ist die Struktur. Und was du jetzt erkennen wirst, dass es rein theoretisch ganz leicht wird, den Schwamminhalt zu verändern, wenn du dann Glauben austauscht, theoretisch, in der Praxis, nie im Egelgefühl. Ich habe hier gestern schon gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Musterbeispiel, wo man mal ausprobieren muss, als Kind, ich rede jetzt wieder raumzeitliche Sache, wenn man auf dem Land aufwächst, hat man kein Problem, rohe Eier zu essen, das ist ja hochgenossen. Wir sind da rein, bei die Hühner aufgemacht und rohe Eier ist gut. Einfach als Kind, wenn man auf dem Land macht, viele jetzt EDBD-Jugendlichen hätten vielleicht einen Egel, aber wenn du nicht anders das kennst als Kind, ist ein rohes Ei, ausschlöpfen ist was Köstliches. Jetzt pass auf, wenn du in Vietnam bist, da gibt es eine Delikatesse, wird auch zur Potenzsteigerung benutzt, kriegst du an jedem Straßenstand, das sind halb angebrütete Enteier. Vielleicht habt ihr das im Fernsehen schon mal gesehen, also ihr müsst euch vorstellen, das sind Enteier, die werden also hier 32 Tage angebrütet. Wenn du die aufschlägst, hast du eine eigenartige Kreatur, das halbe Ei ist noch so eine Eidotterblase und da hängt dann hier schon ein erkennbares, gekrüppeltes Skelett mit einem Schnabel, schon ansatzweise sowas wie Flaumfedern, mit der Schnabel erkennbar, mit den Augen, was wie so Hühnerkicken, wenn das von einem Ende ganz grob ist, immer noch mit einer Hälfte hin noch hängen an so einer Dotterblase. Das ist halb angebrütet. Das ist also nicht mehr Eiweiß und Eigelb, sondern schon, da ist die Kreatur schon im Werden. Und die werden, genau die werden an jedem Straßenmarkt verkauft, das ist eine Delikatesse für ein paar Cent. Und die werden also auch nur, wenn du die hast, die sind noch lebend. Und wenn du die jetzt stellst, frisch, wenn die nur einmal kurz in kochendes Wasser geht, auch nicht zum Kochen, sondern um das Ding, dass es nicht mehr im Mund zappelt. Und dann isst man das. Und jetzt zu deinem Schwamminhalt.
Also wenn du rohe Eier essen kannst, dann weißt du, wie rohes Ei schmeckt, und jeder, der das von klein auf gewohnt ist, der wird nie sagen, rohes Ei ist eklig. Wenn du Junge nimmst zum Filet, ist das eklig mit dem Eiweiß, das ist schon wieder andere Programmierung. Aber jetzt in unserer Generation, rohe Eier sind nichts Schlimmes. Das ist köstlich sogar. Ja. Pass auf, ich sage euch jetzt eins, ich habe die Dinger probiert, jetzt als Udo gesprochen, und die schmecken, ich rede jetzt nur vom Geschmack, die schmecken rein kein bisschen anders wie ein rohes Ei. Jetzt pass auf, das Einzige, was anders ist, das Maus sage ich immer wieder, die ist ja recht ekelhaft beim Essen, wo die beim Fleisch essen, wo sie sagt, das mag ich nicht, das ist klipprig. Dann sage ich immer wieder, Spatz, klipprig ist eine Konsistenz und kein Geschmack. Beachte den Unterschied. Pass auf, diese Dinger, diese Kreaturen, nimm mal, wie wir es wollen, nimm das Ei, schmeckt wirklich im Großen und Ganzen ein bisschen anders, wie wenn ein rohes Ei ist. Und ich garantiere dir, da nützt dir das ganze Holofeeling-Wissen nichts mit, ich kann meinen Schwamminhalt austauschen. Es ist, du merkst, es ist so im psychosomatischen Ganzen, wenn schon das Bild wird so einen Edel in dir ausrissen mit deiner jetzigen Programmierung, wenn du das im Mund hast. Ich werde so ein Edel anfangen, wenn du diese Konsistenz spürst. Und jetzt ist es, der Edel hat nichts zu tun mit dem Geschmack, weil ein rohes Ei kannst du ohne Problem essen und du musst dir eingestehen, es schmeckt denn anders, aber da ist was in deinem Kopf drin, ein Geschwätz, eine Interpretation. Das, und schau, all das. Genau, ist, wenn das du der Beobachter bist, ist es so unendlich geil, das erleben zu dürfen. Leben ist so unendlich geiles Zeug in allen Facetten. Wenn ich weiß, dass ich der Zuschauer bin. Und wenn ich ein Zuschauer bin, wer kennt das Gefühl nicht, Mensch, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon drauf, dass du dich irgendwie, oder ihr wisst, ich habe in Vorträgen immer wieder gesagt, ich zeige euch Gesichter, Physiognomien. Nur die Bilder. Zum Beispiel zwei Gesichter, zwei Frauen, die heulen. Beides Mal echte Tränen. Du siehst nur das Bild. Und jetzt kriegst du das Hintergrundwissen. Die eine Frau hat erfahren, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall hatte, und die andere Frau schaut sich zum 20. Mal vom Winde verweht an. Wenn du nur dieses Bild nimmst, oder was man im Klassischen sagt, immer dieses, wenn das Kind geboren wird, leidet, da gibt es auch einen Jesus-Spruch, mach eine Frau in höchster Ekstase während eines Sexualaktes und eine Frau, die ihr Kind gebärt. Und dann schau mal nur die Physiognomie, nur das Bild, Außenausschnitt, ohne dass du den Hintergrund hast, und du wirst zweimal denselben Gesichtsausdruck sehen. Ist jetzt der Schmerz oder ist es Lust? Ja. Es ist schon wieder der Kegel, alles was sich widerspricht, ist auf einer höheren Qualität ein und dasselbe. Ja. Mhm. Und erst wenn du in die Einseitigkeit kommst, machst du Freude oder Leid draus. Das stimmt. Hunger und Sattsein. Ist es nicht so, dass wenn du ein bisschen Hunger hast, fühlst du dich irgendwie schlecht? Aber du hast auch ein bisschen Vorfreude auf Essen. Hast du einen riesen Hunger, fühlst du dich beschissen. Aber du hast auch eine riesen Freude auf Essen. Du merkst, dass das Negative, wo sich in dir aufbaut, auch was Positives erzeugt, wenn du Bewusstsein hast. Weil du das Positive nur mit, in Verbindung mit was Negativem kriegst. Setze mal für Hunger Schmerz. Vom Hunger aus gesehen ist die absolute Glückseligkeit, satt zu sein. Frag das einmal einen, der kurz vorher sich überfressen hat und da sitzt und... Wenn du überfressen bist, was du jeden, der überfressen ist, wird sich einreden, das ist eine absolute Glückseligkeit, hier Hunger zu haben. Aber erklär das bitte nicht einem, dass der einen Hunger hat, dass Hunger sein besser ist wie satt sein. Und jetzt können wir anfangen zu diskutieren, was besser ist. Ich sage, das hängt davon ab, wo du dich momentan befindest. Was ich erzähle, immer wieder die Geschichten von Leuten, die mich anjammern, oh, so schlechte geschafft, ist überhaupt nichts los, die jammern und kommen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jetzt Gott, okay, der jammert mich an, ich bin einmal gnädig, ich lasse da sein Geschäft rum, das dauert nicht lange, er kommt und sagt, habe ich einen Stress, ich sage, hast du denn nicht, was du willst? Immer das, was du nicht hast. Wenn du solo bist, ein Single bist, sehnst du dich nach einem Lebenspartner, und wie meine Frau sagt, und wenn du ihn hast, dann kennst du ihn, mach mal die Zähne ausschlafen. Ja! Und wenn er wieder weg ist, dann haben wir es wieder beieinander da. Ja, wisst ihr denn nicht, was ihr wollt? Ja, immer das, was ihr nicht habt. Bis ihr vollkommen werdet. Es ist nur die Beobachtung von dem, was ist. Und bewusster Geist. Aber beim Essen, also ich kann ja nur für mich sprechen, ist auch manchmal das Maß so entscheidend, weißt du? Dann kippt das. Es ist auch immer wieder ein Deutsch mehr, wie eigentlich Nullpunkt ist. Ja. Ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, früher, dass ich, wenn ich satt bin, früher sagt, dann muss man aufhören. Ja. Und ich sage, das ist Blödsinn, weil du musst wieder Spannung erzeugen.
Wenn du satt bist, dann musst du noch ein bisschen mehr essen. Ja, und zwar so, dass du dich ein bisschen unwohl fühlst, weil damit taucht in mir sofort wieder die Freude auf den nächsten Hunger auf. Ja, schön. Und in dem Moment, wo der Hunger ist, freue ich mich schon wieder auf das nächste Essen. Es ist immer wieder, pass auf, du hast du mal das Leben, solange du Lebendigkeit, ihr wisst das immer, du brauchst du brauchst einatmen, ausatmen, um dich lebendig zu fühlen. Sonnenschein und Regen. Auch gesund sein und krank sein. Was tödlich ist, ist, wenn du selber die Nulllinie wärst, das wisst ihr, was das ist. Das heißt, was du nicht sollst, ist, was viele jetzt ist, wo ich sage, hör mir ruhig auf, du atmest ja auch nicht so, probier das mal aus. Extrem einatmen. Macht dann das Leben Spaß, das war ganz leicht. Du musst Lebendigkeit finden, ohne dass, ich sag, das Leid, das Negative auch schlecht bist, immer himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Die lebendig, den Wechsel zulassen, und da wirst du meinen, dass du auch Krankheiten und Wehwehchen brauchst. Ja. Um fühlen zu können, dass immer auch, wenn du dich gesund fühlst, bist du krank, und wenn du krank bist, fühlst du dich gesund. Bloß was das Problem ist, dass viele Sachen, die du hast, die ein Segen sind, du gar nicht zu schätzen weißt. Zum Beispiel dieser Normalzustand, den einer Gesunden, ist ein Unterschied, immer wieder dran denken. Würde ich mich krank fühlen, dann weiß ich im selben Moment, das Gesunde zu schätzen. Ja, ja. Wenn mir ganz bewusst, Mensch, geht's mir heute gut, dieses Gefühl, wenn in dir auftaucht, muss im selben Moment ein Wissen sein, dass du dir einredest, das vorher wieder, immer dran, das vorher gibt's nicht, das passiert immer gleich. Wenn du jetzt einen Normalzustand hast, denkst du nicht an das eine noch an das andere.